Jetzt geht's los, die Stimmung hier ist riesengroß. Jetzt geht's los, komm, gib mir deine Hand. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, die Stimmung hier ist riesengroß. Jetzt geht's los, komm, gib mir deine Hand. Jetzt geht's. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, heute aus dem Rahlstedt Center, aus dem ausverkauften Rahlstedt Center. Und so ist die Stimmung hier. Hamburg, Hamburg, Rahlstedt, Rahlstedt. Wunderbar. Und ich darf jetzt recht herzlich begrüßen die beiden Herrschaften, und zwar den Center Manager natürlich. Herzlich willkommen, den Center Manager, Herrn Heinrich und Herrn Feldmann. Ein Riesenapplaus für die beiden, denn die haben das Ganze hier heute ermöglicht, dass wir ausverkauft sind in diesem Haus. Herzlich willkommen als Hausmeister. Als Mädchen für alles, ja. Mädchen für alles. Und Herr Feldmann geht heute als... Als Sprecher der Werbegemeinschaft des Rahlstedt Centers. Da braucht man nur einen Hut, ne? Dazu braucht man genau den Hut. Wunderbar. Also, so soll es sein. Ich stelle jetzt mal einmal eine Frage für unsere Fernsehzuschauer. Und zwar ist die Frage, wie heißt der Song? Und Sie sollten anrufen unter 013-78-66-67 plus die Endziffern. 013-78-66-67 plus die Endziffern. Wie heißt der Song? Lebt denn der alte... Moment. Lebt denn der alte 01 Holz-Gustav noch? Dann wählen Sie die 01. Lebt denn der alte Holz-Edgar noch? Dann die 02. Und wenn Sie der Meinung sind, er heißt, lebt denn der alte Holz-Michel noch?
Dann die 03. Nichts vorsagen. 013 78 66 67 plus die Endziffern. Wie heißt der Song Lebt denn der alte Holz Gustav noch? 01 02 für Holz Edgar und die 03 für den Holz Michel. Was würden Sie sagen? Nicht vorsagen. Ich tendiere zu einer der letzteren Zahlen. Ja, aber da tendieren Sie nur hin, ne? Und Sie würden sagen, lebt denn der alte Holzfeldmann noch, ne? Ja, so ungefähr. Herr Feldmann wird in der Sendung noch 55% verschenken, denn ab Montag bis Mittwoch gibt es 55%. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. 55% beim Juwelier, denn Sie sind Juwelier hier im Center. Alles Liebe, alles Gute. Wir feiern ein bisschen mit Ihnen und wir machen Party. Dankeschön, Herr Feldmann, und Dankeschön, Herr Heinrich, der Center Manager hier im Rahlstedt Center. Und ich sage Bühne frei für einen Herrn, der alle Schlager im Gepäck hat. Er ist viele, viele Jahre on Tour. Er lebt richtig gut auf, ist richtig toll drauf. Mit seiner Gattin ist er heute hier. Hier ist Chris Roberts mit seinem Hit-Medley. Karneval Hamburg. Ahoi. Hamburg. Hamburg. Chris Roberts. Here we go. Hey. Hab Sonne im Herzen, egal ob es stürmt oder schneit. Greif zu in der Liebe, das Schöne ist schön, nur auf Zeit. Hab Sonne im Herzen, bestell sie am besten bei mir. Hab Sonne im Herzen, ich bringe sie heute noch zu dir. Schatz, du bist ne Wucht, so ein Mädchen wie dich hab ich gesucht. Und auf Biegen und Brechen mit Tücke und List tu ich alles, dass du mich liebst. Mein Schatz, du bist ne Wucht, so ein Mädchen wie nach Mars, das mich nur betört, wer die dufteste Sache der Welt. Gestern hab ich noch nachgedacht, sah ihr Traumbild von mir. Heute hast du mich angelacht und ich gestehe dir, ein Mädchen nach Mars steht heute vor mir, denn ich seh den Himmel in dir. Ein Mädchen nach Mars nimmt mir meine Ruhe, denn keine ist lieb so wie du. Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist doch kein Engel. Ich bin verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Ich bin verliebt.
Dankeschön, Chris. Herzlichen Dank. Chris Roberts. Chris, dein Publikum hier, richtig toll, ne? Ja, hallo. Seid alle da? Sag mal, Karneval und Norddeutschland, Fasching, Norddeutschland, das gibt's doch gar nicht, ne? Ich bin erstaunt, dass es so ist. Das ist unglaublich. Ich habe von Hamburg überhaupt nicht erwartet, dass so eine Stimmung möglich ist. Vielleicht in Köln oder in Mainz, aber nicht in Hamburg. Und ich bin total erstaunt und freue mich, dass ihr so gut feiern könnt. Wunderbar. Danke dir, Chris. Herzlichen Dank. Daran zweifelt auch deine Frau nicht. Denn sie sind alle gekommen, weil sie so sexy aussieht. Natürlich Claudia Roberts. Da ist sie. Ein Riesenapplaus für Claudia. Hey. Claudia, grüß dich. Ja, nämlich deins, ne? Hallo? Ja, in Köln, ich bin nämlich ein kölsches Mädchen, da feiert man ja ganz viel Karneval und da sagt man Kölle Allah. Wollen wir das mal mit Hamburg probieren? Hamburg? Ja. Nochmal, dreimal muss sein. Hamburg? Ja. Hamburg? Ja. Toll! Weißt du, was die besser können? Die können besser Rahlstedt Ahoi. Achtung, Rahlstedt? Ahoi. Rahlstedt? Ahoi. Rahlstedt? Und das liegt an dieser Dame, die ist so sexy. Komm, Chris, auf geht's. Viel Spaß. Sexy Mädels, here we go. Hey. Hoppa. Unter einer kleinen Decke in der Nacht bin ich aufgewacht, hab daran gedacht. Unter einer kleinen Decke, das wär schön, wenn da einer wär zum Kuscheln, wenn da einer wär zum Kuscheln. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, ist hier was geschehen, ich hab nichts gesehen. Heute Abend habe ich Kopfweh, wenn du sagst, wenn
Komm, lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen. Wahnsinn, ein ausverkauftes Rahlstedt Center feiert Hamburg! Hamburg! Und jetzt die Frage für unsere Fernsehzuschauer, sie schauen aber auch zu, was hier abgeht, ist wirklich nicht normal. Ich habe mir gerade eine wunderschöne Brille und meine eigene Nase aufgesetzt. Wie heißt der Song, lebt denn der alte Holz, Punkt, Punkt, Punkt noch? 01 für Holz Gustav, 02 für Holz Edgar und die 03 für Holz Michel. 013 78 66 67 plus die 01, 02 und die 03 blenden wir ein. Und Sie können natürlich tolle Gewinne heute Abend abräumen. Unter anderem von Möbel Schulenburg. Da haben wir Gutscheine für Sie vorbereitet von Möbel Schulenburg. Und natürlich von Herrn Feldmann und von vielen, vielen mehr. Ich sage nur, wir gehen nach Bad Segeberg. Da wird er demnächst auf der Bühne sein als Indianer. Hier ist der Frank Schröder mit den Indianer. Huka Haka, Huka Haka, Huka Haka. Hey! Hey ya, hey ya, hey ya ho, 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 hey ya, hey ya, hey ya ho. Ja ja, zum Feiern ist man nie zu alt. Die Füße qualmen und der Kopf geknallt. Wir machen Pause. Doch wir gehen noch nicht nach Haus.
Der Junge aus der Schwarzwaldklinik war bei uns und sorgte richtig schön für Stimmung. Er wird demnächst bei den Karl-May-Festspielen mit dabei sein. Die Rede ist von Frank Schröder und er besang schon ein bisschen Vorgeschmack für den Kalkberg in Bad Segeberg. Die Indianer waren los. Jetzt habe ich keinen Indianer hier zu sitzen, sondern auch einen richtig frischen Mann, der immer wieder gut drauf ist. Natürlich der Sprecher ist von der Werbegemeinschaft hier in Rahlstedt, im Rahlstedt-Center. Herr Feldmann, herzlich willkommen. Sie haben ein Juweliergeschäft und ich begrüße Sie recht herzlich. Vielen Dank, Herr Ellermann. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Wunderbar. Auch eine schöne, sonore Stimme. Und genauso sonor wie Ihre Stimme ist, so haben Sie natürlich Ihr Juweliergeschäft. Und da haben Sie was ganz Tolles für die Zuschauer, für die Fernsehzuschauer sich überlegt. Erzählen Sie doch mal ein bisschen. Ja, unser Juweliergeschäft hier im Rahlstedt-Center besteht insgesamt gesehen seit 55 Jahren. Wir sind noch so ein richtiger Familienbetrieb. Dort kann man sich wie in alten Zeiten noch beraten lassen. Und deshalb möchten wir uns eigentlich an dieser Stelle, weil es hier alles so toll ist heute im Rahlstedt-Center, einmal bei unseren Kunden bedanken, damit, dass wir sagen, so für drei Tage und nur für drei Tage gibt es einen sensationellen Rabatt von 55%. Ich habe, glaube ich, eben nicht richtig gehört. 55%? Ja, 55%. Es hatte sich so ergeben, dass wir, als wir 50 Jahre alt wurden, nicht feiern konnten, da mussten wir umbauen und als Dankeschön an unsere vielen doch sehr treuen Kunden, die uns immer wieder besuchen und für viele Jahre bei uns bleiben, möchten wir uns an dieser Stelle eigentlich mal so ein bisschen bedanken. Also da wird ja am Montag sicherlich richtig was los sein, denn 55% haben sich denn darauf eingestellt, da packt man doch richtig zu, glaube ich. Ne? Ja, wir haben eigentlich immer eine sehr große Auswahl an Markenartikeln und das geht in diesem Fall nicht mal um irgendwelche Stapelware, die zugekauft wird, sondern dieses Angebot gilt für das gesamte Sortiment. Das macht die Sache sehr interessant. Für all die schönen Dinge, die wir auch sonst anbieten, natürlich dann zu normalen Preisen, für all diese schönen Dinge kann man sich interessieren und kann sich dann etwas aussuchen. Also Sie wollen einmal Dankeschön sagen nach 55 Jahren, einmal drei Tage limitiert natürlich die Aktion von kommenden Montag, den 14. bis zum 16. geht es, also vom jetzt Montag quasi bis Mittwochabend und dann ist Schluss, dann sind wieder natürlich auch die normalen Preise fällig, das ist auch ganz klar. 55% ist ein richtiger Geheimtipp, das heißt, ich kaufe mir eine Uhr für 100 Euro, sage ich mal, bei Ihnen, wenn es die gibt, die gibt es ja mit Sicherheit, dann zahle ich im Grunde nur, rechne ich 45 Euro, ist das richtig? So ist es rechnerisch richtig, aber es geht auch nicht nur um Uhren für 100 Euro, sondern es geht auch schon um sehr schöne Uhren der Fabrika Dorado, Longines oder Tissot. Und da reden wir schon mal über 1.000 Euro oder 1.500 Euro. Und auch dort soll es als einmalige Geschichte und weil ja auch Fasching ist, drei tolle Tage, soll es deshalb für alle Dinge oder von allen Dingen 55% geben. Also da würde ich nicht lange zögern, liebe Zuschauer, da würde ich hingehen. 55%, nehmen Sie Herrn Feldmann beim Wort. 55% ab kommenden Montag bis kommenden Mittwoch. Unbedingt vorbeischauen. Sagen Sie kurz mal, falls man Fragen hat, wie man Sie telefonisch erreicht, Herr Feldmann. Ja, man kann uns anrufen unter der Hamburger Telefonnummer natürlich 677 36 21. Wunderbar, also ruhig, wir blenden das auch nochmal ein, auch die Aktion mit 55%. Und eines kann ich Ihnen jetzt schon verraten, viele werden diese 55% nehmen. Was machen Sie, wenn Sie komplett ausverkauft sind mit Ihrem Juweliergeschäft? Dann müssen Sie neue Ware ordern, nicht? Ich gehe davon aus, dass das eigentlich gar nicht passieren kann, denn wer bei uns in die Schaufenster guckt, der sieht, dass dort doch sehr viel angeboten wird. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ausverkauft sein sollten. Wenn es theoretisch passiert, sind wir daneben ausverkauft, dann müssen wir wieder nachkaufen. Genau, aber die 55% zählen, also schauen Sie unbedingt vorbei. Sie sind im Erdgeschoss, beschreiben Sie mal kurz, wie man Sie findet im Rahlstedt-Center. Ja, man findet uns im Erdgeschoss. Wenn man reinkommt durch den Eingang in der Fußgängerzone, geht man einfach geradeaus. Wenn man vom Parkplatz kommt, dann geht man in die sogenannte Nebenmall. Neben Douglas sitzen wir. Und die Kunden, die kommen, brauchen nichts weiter zu tun. Sie müssen nicht ihren Ausweis zeigen, sie müssen sich nur auf diese Sendung beziehen, müssen also sich beziehen auf die Ellermann-Show und dann geht das ab, wie versprochen. Also Geheimtipp, wenn Sie das gehört haben, berufen Sie sich auf diese Sendung, denn Sie wissen, in dieser Sendung kann man immer was sparen und diesmal 55% für unsere treuen Fernsehzuschauer, das ist eine ganze Menge und da sollten Sie unbedingt vorbeischauen. Schauen Sie einfach unverbindlich vorbei, wenn Sie nichts finden, ist auch nicht so schlimm, dann haben Sie einfach mal reingeschaut. Morgen unbedingt, übermorgen nach Rahlstedt gehen, am Montag bis Mittwoch, 55% erhaschen sozusagen. Und Stichwort Ellermann nicht vergessen und dann bei Herrn Feldmann vorbeischauen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. 55 Jahre werden kräftig gefeiert. 55 Jahre, das haben Sie natürlich nicht gemacht, denn so alt sehen Sie nicht aus, Herr Feldmann.
Nein, natürlich nicht. Die Firma ist gegründet worden von meinen Eltern, selbstverständlich. Und wir sind nun schon in der zweiten Generation. Und wenn wir Glück haben, kommen wir vielleicht auch noch in die dritte. Wollen wir es mal abwarten? Ich denke schon. Also vorbeischauen, wir blenden es auch noch mal kurz ein mit Ihrer Telefonnummer. Von Montags bis Mittwochs Geheimtipps, nicht weitersagen. 55% dieses Gesicht bitte merken, hier von Herrn Feldmann. Ihn ansprechen und sagen, ich habe Ellermanns Hitparade, sozusagen die Faschingsshow gesehen. Ich möchte die 55% haben und möchte mir eine Uhr für 1.000 holen und bin mit 450 Euro dabei. So ist es. So soll es sein, genauso. Ich hoffe, es kommen viele, viele Kunden vorbei und Sie sind mir nicht böse, wenn zu viele kommen. 55% ab Montag. Genauso, vielen Dank. So machen wir es. Genau, Herr Feldmann, da haben wir also richtig große Prozente für Sie, für die Fernsehzuschauer rausgeholt. Unsere Quizfrage, Sie können immer noch anrufen unter 013 78 66 67 plus die 01, die 02 oder die 03 wählen. Die Frage heißt, wie heißt der Song Lebt denn der alte Holz... noch? Und zwar die Antwort 01 Holz Gustav. Lebt denn der alte Holz Gustav noch? Dann wählen Sie bitte die 01 am Ende. Wenn Sie der Meinung sind, nee, so heißt er nicht, genauer gesagt, er heißt Holz Edgar, dann wählen Sie die 02. für Holz Edgar. Wenn Sie aber der Meinung sind, es heißt Holz Michel, dann wählen Sie 03. Also, wie heißt der Song? Lebt denn der alte Holz... noch? 01 für Holz Gustav, 02 für Holz Edgar und 03 für Holz Michel. Wir sind eine fröhliche Sendung, 01378 66 67. Ich bin der Meinung, es heißt, lebt denn der alte Landsbull noch? Hier ist wer? Jan Willem, bitteschön. Such aufs USA, der Hügel, der ist da. Auf unserem Bauernhof ist der Begrüßungsschwung. Er prahlt von seiner Farm, dagegen sind wir arm. Er hat 3000 Kühe, wir nur Federvieh. Opas Bruder, unser Onkel Hans. Doch dann fragt er, was du fast nicht glauben kannst. Läuft denn der alte Landsbull doch noch, Landsbull doch noch, Landsbull doch noch? Läuft denn der alte Landsbull doch noch, Landsbull doch noch? Ja, er läuft noch, er läuft noch, er läuft noch. Ja, er läuft noch, er läuft noch und qualmt. Mein Gott, war das schön, man konnte Tränen sehen. Die liefen über sein Gesicht, der Onkel schämt sich nicht. Das Heimweh plagt ihn sehr, denn Heide und mehr. Das gibt es nicht in USA, damit kommt Hans nicht klar. Per Handy ruft er an, Germany. Die erste Frage kenn ich, nämlich die. Bei Petrus an. Und das ist schon klar, da trifft er unseren Opapa. Singt dann im Engelschor Hosianna vor. Opa fragt den Hans, was mögt die olle Lanz? Da kommt so, wo die Petrus anmarschiert und fragt, weil das dem Himmel interessiert. Läuft denn der alte Landsbull doch noch? Landsbull doch noch, Landsbull doch noch. Läuft denn der alte Landsbull doch noch, Landsbull doch noch? Ja, er läuft noch, er läuft noch, er läuft noch. Ja, er läuft noch und qualmt. Du, Opas Traum wäre ja, mit dem Lanz über die Milchstraße zu tuckern. Da würd ja die Jungfrau vor Schreck die Zwillinge fallen lassen und die Venus singen. Läuft denn der alte Landsbull doch noch, Landsbull doch noch, Landsbull doch noch? Läuft denn der alte Landsbull doch noch, Landsbull doch noch? Und noch einmal! Ja, er läuft noch, er läuft noch, er läuft noch. Ja, er läuft noch, wie Osterhus. Moin, moin!
Landsbogendorf. Die aktuelle Single von Jan Willem. Jan Willem, hier bin ich in einem Tresen. Erzähl mir doch mal ein klein, was hast du drauf? Du, also mit meinem Landsbogendorf. Sag mal, seid ihr daran interessiert, wie meine Mama, meine Frau, wie die aussehen tut? Einen ganz gewaltigen Apparat, du. Also meine Mama, die ist so dick, wenn ich da mit meinem Landsbulldog umzufahren will, muss ich unterwegs einmal tanken, du. Einen ganz gewaltigen Apparat. Nee, und ich muss auch eins sagen, ich wollte eigentlich unseren Opa mitbringen, du. Aber wir haben ihn verloren. Ja, du, ich bin über unseren Hof gelaufen. Opa! Dann höre ich eine ersterbende Stimme aus unserem Schweinestall. Tür offen, du, und dann sehe ich just noch, wie sich der Deckel von die Mehlkiste mit der Schweinefutter so bewegen tut. Ich dahin und den Deckel offen, liegt unser Opa in der Mehlkiste. Ich sage, Opa, hast du einen Unfall gehabt? Nee, sag ich, Willem, das ist alles in Ordnung. Du hast mir doch zum Geburtstag ein neues Handy geschenkt. Und da war ein Zettel mit bei, nähere Informationen in der Mailbox. Du, nein, sag mal ruhig. Du, seitdem unser Opa sein neues Handy hat, das ist ja sein neues Hobby, du. Und seitdem er jetzt weiß, dass er da auch Emaillen mit verschicken kann, verschickte eine Emaille nach die andere in die ganze Welt, du. Weißt du, unser Opa, er ist grundsätzlich in Ordnung, wenn das mit den Geiz nicht wäre, du. Unser Opa, du, der ist sowas von geizig, der kauft nicht mal eine Dose Fisch. Nee, er angelt selber. Kennt ihr Angeln? Mit dem Stock, mit dem Band, mit den Haken, du kennst das. Du, neulich stehe ich mit unserem Opa und wir sind dann angeln. Ich zieh raus, kein Fisch. Opa zieht raus, kein Fisch. Wir wollten just einpacken, da kam unser Pistor und sagt, meine Söhne, wer wird denn so schnell aufgeben? Denkt doch einmal an die Heilige Schrift. Sie sind da einst hinausgezogen auf den See Genezareth und haben nichts gefangen. Dann haben sie ein Gebet gesprochen und selbst die Netze der Nachbarn sind fast zerborsten. Ich denke, so, dann, du. Kannst du mal probieren. Ein kleines Gebet und dann konnte ich mit meinen Holzschuhen übers Wasser laufen, hin nach der anderen Seite. Angel rein, Fisch. Ich so, Opa, komm du auch mal Bett näher. Und so, Opa, auch ein Gebet und hey, komm auch über Bord. Angel rein, Fisch. Unser Pastor war ganz von den Sorgen. Ich sage, Pastor, kommen Sie auch mal ein bisschen drüber. Unser Pastor, ein Gebet, Raub auf Wasser, bums weg war er. Ich sage, guck mal, beten kann er, aber wo die Pfähle stehen, das weiß er nicht, du. Unser Opa, du, ja, mein Junior studiert nun Theologie. Er wird Agrartheologe, Schweinepriester. Der ist auch schön, ne? Du, und so musst du sehen, dass du mit deinen Jungs überall zurechtkommst. Und Freunde, ich sage euch, die nächste Nummer ist jetzt hier auf der Bühne und ihr habt dann wieder Spaß. Und bis dahin sage ich Moin Moin und Hamburg, Ahoi, Hamburg. Ahoi! Hamburg! Tschüss, bis bald! Ciao! Dankeschön, Jan Willem. Herzlichen Dank. Danke dir. Nimm ruhig Platz bei uns, denn wir machen weiter jetzt bei uns auf der Bühne. Hier ist richtig was los. Hamburg! 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 Und Jan Willem wird geliebt von Uli Martin. Ich liebe dich, Uli Martin, der große Superstar der 70er. Bitteschön. Zuerst sah ich dein blondes Haar und dann dein blaues Augenpaar. Und als für uns der erste Tanz begann,
da war es meinem Herzen klar. Ich liebe dich, in meinen Träumen bist nur du allein, in meinen Armen sollst du glücklich sein. Ich liebe dich, ich will dir alles geben, denn du da lief das Pech mir hinterher. Doch nun fand ich bei dir das große Glück und das verlässt mich niemals mehr. Ich liebe dich, in meinen Träumen bist nur du. Martin, ich liebe dich. Ich habe jetzt eine Aktion für Sie. Eine Aktion für Sie. Und diese Aktion hat es richtig in sich. Sie können anrufen unter Hamburg 728 1700. 728 1700. Es gibt die Karten fürs Superfest der Country Music. Vom 13. bis zum 15. Mai sind wir ja auf der Horner Rennbahn mit 500 Künstlern aus der Country Music. Da können Sie jetzt anrufen und können Geld sparen. Statt 25 Euro nur 10 Euro. Und dieser Herr spart auch Geld. Didi, der Doofe, wollte ich fast schon sagen, aber er ist nicht doof. Didi hält einen Vortrag für Sie und er sagt, ich bin cool. Hier ist Detlef Jung, Didi, bitteschön. Nun stehe ich hier schon in der Bütt mit einem Bier und noch ein Lütt. Wir wollen erstmal einheben. Prost! Übrigens, den hat Elle ausgegeben. Ich bin ja sonst nicht so fürs Saufen. Würde mir auch sowas niemals kaufen. Wenn es sein muss, mal einen doppelten Plan. Ansonsten muss ich sparen, sparen, sparen. Auf einmal konnte ich 1000 Engel sehen. Sie liefen auf mich zu in einem Pakt. Ich schaute verschämt, die waren völlig nackt. Ich hörte sie fliehen und es klang wie das Rauschen im Wind. Didi, komm her, wir wollen alle ein Kind. Ich war ganz erschrocken, meine Stimme klang herber, aber trotzdem bin ich kein Spielverderber. Doch als der siebte Engel war dran, da merkte ich, dass ich irgendwie nicht mehr kann. Ich teilte jetzt ein, nach einem besonderen Verfahren. Leute, ich muss jetzt auch erstmal 3 Stunden sparen. Ja.
nimm meine Worte euch nicht ganz zu Herzen. Vielleicht wollte ich auch nur ein bisschen scherzen. Ich wünsche euch weiterhin für diese Show ein fröhliches dreimal Hello. Dankeschön, Detlef Jung. Herzlichen Dank. Danke sehr. Und...